Das ist Nele, ein Jagdhund. Er soll als Schweißhund ausgebildet werden. Dabei geht es um seine Nase. Und das ist Joachim Kohnen. Er ist Förster und legt eine Spur aus Wildschweinblut, das Jäger Schweiß nennen. Alle paar Meter tupft er es auf den Waldboden. Manchmal gibt es einen Knick in der Spur, so wie hier an diesem umgestürzten Baum. Da wird es später für den Hund besonders schwierig. Die Spur führt durch das Unterholz, quer über eine Wiese bis zum Ziel bei einem alten Baumstumpf. Frisches Schweineblut können auch wir Menschen riechen. Aber jetzt kommt's. Der Jagdhund Nele darf erst am nächsten Tag auf die Spur. Nachts sind ja aber Wildschweine unterwegs, die ihre eigenen Geruchsspuren hinterlassen. Von denen darf sich Nele später nicht ablenken lassen. Am nächsten Tag legt Herr Kohnen ein echtes Wildschweinfell ans Ziel. Als Belohnung und damit Nele am Ende der Spur wirklich etwas findet. Als Jagdhund soll sie später mit ihrer guten Nase helfen, verletzte Tiere im Wald aufzuspüren. So, jetzt nehmen wir dir mal deine Sicherheitsweste an. Diese Weste trägt Nele, damit sie im Unterholz leichter gesehen werden kann. Den Anfang der Spur und die Richtung bekommt sie gezeigt. Jetzt ist Nele ganz alleine auf ihre Nase angewiesen. Sehen kann man die Spur nicht. Durch Hin- und Herpendeln, das nennt der Jäger Faseln, muss sie herausfinden, wo die Spur weitergeht. Und jetzt kommt die spannende Frage, warum kann ein Hund das und wir Menschen nicht? Es hat auf jeden Fall etwas mit der Nase zu tun. Wir haben einen Experten gefragt, Professor Martin Bergmann von der Universität Gießen. Der hat uns einen Hundeschädel und ein Modell von einem Hundegehirn und das Gleiche von uns Menschen gezeigt. Im Menschenschädel gibt es nicht viel Platz an der Stelle, wo die Nase ist. Beim Hundeschädel ist dieser Bereich viel, viel größer. Wenn man in die Schnauze des Hundeschädels hineinschaut, sieht man feine, dünne Strukturen. Ein bisschen so wie zusammengeknülltes Papier. Darauf sitzt beim lebendigen Hund die Riechschleimhaut. Diese Riechschleimhaut kann man sogar am lebendigen Hund sichtbar machen. Feiner Diego, fein, so ist das gut. Das ist ein feiner, gell? Sehr gut. So gleich schön schlafen. Diego hat Probleme beim Atmen. Seine Nase muss in der Tierklinik in Gießen untersucht werden. Diego hat ein Mittel bekommen, damit er tief schläft und sich nicht bewegt. Die Ärzte benutzen zur Untersuchung ein modernes Gerät, das mit Magnetfeldern funktioniert. Die dringen durch die Hundeschnauze durch. Bei der Nasenspitze angefangen, macht das Gerät schrittweise ganz viele Aufnahmen. Zuerst die Nase, die Zähne und darüber ist sie, diese schöne Struktur. Die gefaltete Riechschleimhaut, die sich von vorne bis hinten durch die ganze Schnauze erstreckt. Das sieht ungefähr genauso aus wie vorher in dem Hundeschädel. Wenn man sich vorstellt, man könnte die Riechschleimhaut von einem Menschen auseinanderfalten, wäre die so groß. Und die von einem Hund, die ist viel, viel größer. Ungefähr 20 bis 30 Mal so groß. Deshalb kann ein Hund die eigentlich unsichtbaren Geruchsstoffe, die überall in der Luft sind, viel, viel besser aufnehmen. Er kann sie nicht nur besser aufnehmen, sondern auch besser erkennen. So wie ein Dreieck oder Viereck bei diesem Spiel nur an eine bestimmte Stelle passt, passt bei der Riechschleimhaut ein Geruchsstoff auch nur an bestimmte Stellen. Die heißen Rezeptoren. Je größer die Fläche ist, umso mehr Rezeptoren passen darauf. Deswegen kann Nele die mit einem Filmtrick sichtbar gemachten Geruchsstoffe des Wildschweinblutes erkennen und der Spur folgen, obwohl im Wald noch jede Menge anderer Geruchsstoffe umherschwirren, in Wirklichkeit natürlich unsichtbar. Auch Neles Gehirn kann Gerüche viel besser verarbeiten. Beim menschlichen Gehirn ist nur ein kleiner Teil für das Riechen vorgesehen, dieser längliche. Bei einem Hund ist das viel mehr. Nele hat keinerlei Schwierigkeiten, den Knick in der Spur zu erkennen. Sie läuft durchs Unterholz, die Nase immer am Boden und zeigt ihrem Herrchen den richtigen Weg über die Wiese bis zum Ziel.
ist fein. Ja, fein. Und hast du sie gefunden? Ja, geschafft. Nele darf ein bisschen zerren und spielen als Belohnung für ihre tolle Arbeit mit der Spürnase. Ja. Und wenn ihr einen Hund mit großer Schnauze seht, dann wisst ihr jetzt, was da drin steckt.